Willkommen zurück bei Zocken mit Bohnen. Ich hoffe, ihr habt genug WoW-Werbung gesehen. Ansonsten schreibt mal Blizzard eine E-Mail. Die schicken euch sicher noch eine. Wir sind bei Life is Strange und gehen direkt weiter. Wir haben eben ziemlich viel erlebt. Der Vater kam rein. Wir waren da gerade so am Updancen, wie so junge Hüpfer halt so sind. Der Chat war am Abflippen. Die Emoticons flogen und zwar so. Und dann der andere war so. Und zusammen war das wie Tanzen. Es war unglaublich. Und dann der Vater rein und das Gras. Ja, das war echt blöd. Ja, dabei ist es doch medizinisch verschrieben worden, glaube ich. Hier da hinten seht ihr das Rezept. Da hinten ganz in der Mitte. Da ist das kleine Rezept aufgemalt. Dieser Patient benötigt diese Pflanze im Überfluss. Ja, es war ein bisschen doof alles und wir sind emotional wirklich am Boden. Also ich mache ja keine Späße. Und jetzt müssen wir raus und mal ein bisschen einfach den alten Mief abschütteln. We'll go through the window. Seeing Step Dick is not on the agenda. Ja, ist wirklich schlimm. Das stimme ich zu. Die Kamera ist auch kaputt, aber sie hat uns zum Glück eine neue geschenkt. Und für einen leichten Hipster wie Max ist es natürlich toll, weil die wachsen ja nicht mehr auf Bäumen. Also früher hat man natürlich Bäume gehabt, aber die werden ja heute nicht mehr angepflanzt. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Diejenigen, die von Anfang an dabei waren, die erkennen natürlich diesen Weg jetzt wieder. Am Anfang gibt es einen Traum, der direkt damit anfängt. Und der Vogel, ich glaube, der Vogel will mich umbringen. Habt ihr gesehen, wie der Vogel sich auf diesen dicken Stamm gesetzt hat, als wollte er, dass alles über mir zusammenbricht? Vogel, ich hab dich im Auge. They can always escape. Ja, und wir sind geflüchtet jetzt genau zum. Ich würde auch hingehen zu diesem Turm. Ja. So bad. Sie fühlt sich jetzt natürlich schlecht, aber was Max halt nicht weiß, dass es eine Menge andere Optionen gegeben hätte, die alle irgendwie gleich enden. Der Vater ist einfach ein Arsch und. Du musst dich damit am besten gar nicht befassen, meiner Ansicht nach. Ist halt doof, dass er dich jetzt irgendwie als den Antichristen sieht und gleichzeitig direkt an deiner Schule arbeitet. Aber da musst du jetzt halt durch. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich glaube, vieles hier erinnert uns an frühere Zeiten. A tree haiku? How pretty. Klingt, es sieht schon aus wie eine Location, an der ich auch gerne abgehängt hätte mit meiner Crew. Ich hatte halt keine Crew, aber wir hatten auch nicht so eine Location, wir hatten eine Bushaltestelle. Aber naja, irgendwas hat man halt immer, jeder hat was. Da war Banksy. The Bigfoots are everywhere. Und hier können wir nämlich an nicht hoch, oder? Einfach nur gucken. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Ich setze mich natürlich hier zu Chloe. Die hatte ja einen emotionalen Moment und wir sind auch nicht ganz unschuldig dran. Deswegen, außerdem muss ich hier langsam auch mal, ach, das, mein Gott, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Wir reden hier über Banalitäten. Dabei kann Max die Zeit anhalten und hat Chloe das Leben gerettet, weil einfach dieser Typ sie abknallen wollte oder eher gesagt abgeknallt hat und dann hat sie die Zeit zurückgespult. Und da müssen wir noch eigentlich mal drüber reden, also meiner Ansicht nach. Sure you don't want to be alone? Das wäre eigentlich das Erste, was ich machen würde. Ich hätte ein T-Shirt, wo drauf steht: Ey Jungs, ich kann übrigens die fucking Zeit anhalten. Frag mich danach, ich zeig's euch. Das wäre mein T-Shirt. Was will er machen? Will er mich abknallen? Also, passiert, wäre doch perfekt. Aber Frauen sind dezent und streiten sich lieber über Kleinteile. Are you pissed at me? I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. I
should have taken his photo when he flipped out on Kate today. That would be killer blackmail material. Let's bust his ass. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Yeah. Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. Nach 5 Minuten im Haus, du wohnst da. He's so hella fucking paranoid. Ich sag's nur. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. What's Nathan's secret, even yours? Huh. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar. Mistake! He was too rich for the place, too wasted, and he kept flashing bills. The mistake guy. Just tell me what happened, Chloe. Now, I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. Sie ist wirklich auch selbst schuld. And I thought also, I'd have enough sagen. For me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Also beides ist auf jeden Fall wahr, aber das ist schon einfach nur fucked up. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Wie dich das What mal. Are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. You already told the principal and I'm sure it's useless. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. Ein bisschen schon. Da fehlt ein bisschen Audio. Ja, aber sie vermisst immer noch Rachel. Jetzt ist hier wirklich der ganze Text weg. I'd like to drop a bomb on a... Oh, jetzt kann ich leider nicht mehr vorlesen. Aber das hättet ihr auch nicht gewollt. Und das ist ein weiterer Flashback, mit dem ich euch kurz mal allein lasse. Oh no! Not again! Why am I here again? Harry, bist das du? Harry Potter? Na, es sieht ein bisschen aus wie ein Patronus. Still up there? Nur ein sehr langweiliger Patronus. Oh, da werden wir zermatscht von einem gigantischen großen Stein. Das kann ständig passieren. Seid immer sicher, jederzeit kann von links ein mega großer Stein kommen. Oder ein Baum. Was mache ich denn jetzt? Schnell. Ah, ich schaffe es. Ich schaffe es nicht. Moment, ich spule ein bisschen zurück und dadurch kann ich dann... Ich bin quasi doppelt. Und kann mir selbst davon rennen. So, wo muss ich lang? Ich glaube hier links. Ja, ist ja gut. Patronus. Ist ja gut.
Ich mache ja ein bisschen Späßchen hier, aber das auch eigentlich nur, weil ich das Spiel schon ein bisschen kenne, was vielleicht nicht so geil ist jetzt für euch, wenn ihr das atmosphärisch mal alles genießen wollt. Ich will nur den Leuten, die von den ganzen Gesprächen so ein bisschen abgeturnt sind, die gibt es ja sicher auch, will ich zumindest dazwischen ein bisschen was bieten. Aber mir macht das Spiel groß Freude und ich denke, wir werden nach dem Ende dieses und ab der Mitte des nächsten Kapitels an einem Punkt sein, wo wir wir alle, also ihr und ich, das alles neu sehen zum ersten Mal. Weil weiter bin ich noch nicht. Hier ist auf jeden Fall ein riesiger Tornado und offensichtlich gibt es richtig Ärger. Der ist nämlich direkt auf dem Weg zu dieser Stadt hier, in der wir leben und alle Leute, die wir können und mögen, kennen und mögen. Oh fuck, kann ich hier auch zurückspülen? Das will ich mir doch nochmal angucken. Ganz. Von diesen Momenten gibt es meiner Ansicht nach im Moment noch zu wenige. Also es gibt, da seht ihr auch, um was es eigentlich geht. Ich soll hier vorbei. Und das geht jetzt nicht mehr. Es sind mir dann doch, um als so perfektes Spiel so ein bisschen zu gelten, würde ich sagen, fehlt dann doch teilweise noch ein bisschen die Action dazwischen. Es ist dadurch eher schon so ein bisschen Special Interest. Aber andere Spiele wie Metal Gear Solid machen es natürlich auch, dass sie extrem lange Cutscenes und Dialoge haben. Aber dazwischen ist dann doch ein bisschen mehr Action als hier. October 11? Ist es Friday? That's only 4 days away. Oh no. The tornado is headed straight for the town. Ach schade, hier fehlt jetzt wirklich wieder, gerade jetzt. Das ist echt blöd. Ihr könnt es ja unten lesen, sie erklärt gerade im Grunde, was abgeht und natürlich kann Chloe das nicht glauben. Hardcore. Jetzt überlege ich gerade, ob ich vielleicht nochmal, wenn ich ein bisschen zurückspule, geht nicht mehr, natürlich. Ja, jetzt ist eigentlich wirklich der spannendste, interessanteste, dramatischste Moment, ist gerade passé und eigentlich hat man das Bedürfnis eben, dass die beiden jetzt auch endlich darüber reden. Und das passiert jetzt und es ist fast so ein Moment, wo jetzt der Chat wahrscheinlich wieder sagt, küssen, 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 aber es wird auch wieder diesmal nicht passieren. Stattdessen voll schade. Ohne Ton, ohne Sprache ist natürlich irgendwie nicht ganz so dramatisch. Aber was passiert, ist klar. Chloe glaubt's nicht. Max sagt, aber doch, jetzt mal ohne Scheiß. Und so geht es noch eine Weile. Und dann geht es so lange, bis dieser Tornado kommt. Und dann sterben sie. Und das muss man verhindern. Und offensichtlich ist ja auch irgendwas kaputt an der Welt. Weil es schneit ja nicht einfach so, nachdem es so abgefahren warm war. Ich habe übrigens nichts verändert. Ich habe nichts eingestellt, ich habe nichts leiser gemacht oder lauter. Es ist einfach ein Bug, den ich so aber auch noch nie hatte. Den ich wirklich noch nie hatte. Alter. Er lernt's einfach nicht. Der steckt bestimmt nochmal irgendwas ein für sie. Aber er ist ein Netter. Ja, und das ist Kate. Die wird noch sehr wichtig in der nächsten Folge. Das ist der White Trash Vater von ich weiß nicht von wem. Aber er geht auf jeden Fall nicht zur Uni. Oh ja, wir haben verstanden. Victoria mag Rachel nicht. Aber warum? Das ist die große Frage. Und er? Wird all der Gin Tonic in sein Glas ihn darüber hinwegtrösten, dass er einfach so einen Schüler mit einer Knarre herumlaufen lässt, nur weil er superreich ist? Mir wäre es zum Beispiel egal. Und dieser smarte Hipster-Lehrer, was hat er in seinem Schrank? Und wer ist das nochmal? Ach, das ist, glaube ich, Nathan Prescott. Das Schwein. Das miese Dreckschwein.
wie einer meiner guten Freunde sagen würde. Und jetzt kommt das, finde ich, Interessanteste auch mit am Spiel, nämlich immer zwischen den Episoden gibt es so ein kleines soziales Experiment. Man sieht, wie andere entschieden haben. Man fühlt sich ein bisschen Teil einer großen Masse. Man sieht, wie die Schwarmintelligenz tickt. Und man sieht auch, dass viele eher die guten Sachen machen, aufmerksam sind, dieses Spiel wirklich auch spielen wollen und auch die Geheimnisse entdecken, die zum Teil da versteckt sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel dieser Schwangerschaftstest, den man, also ich, tut mir leid, aber ich bin dann doch ein Kerl, irgendwo neige ich dann doch 1% mehr zum Kerl. Und der hat mich, ich habe den gar nicht gesehen, also selbst so die Form hat mich null interessiert, hätte ihn auch nicht angeguckt. Ich habe direkt versucht, diesen Porno-Ordner aufzumachen von dem USB-Stick. Da habe ich die ganze Zeit immer wieder an, aus, versucht, kann ich den nicht irgendwie ausprobieren? Ich hätte es gern gesehen oder vielleicht auch nicht. Aber da muss man es erst mal sehen, um das entscheiden zu können. Also es war sehr interessant, dass es andere Leute ganz anders gespielt haben als ich. Hier habe ich jetzt ein bisschen, ich würde sagen, mainstreamig gespielt und natürlich immer auf der guten Seite der Uni. Ich habe sogar, was ich auch nicht gemacht habe, unterschrieben für diese Kiste, wo es darum geht, dass weniger Überwachungskameras angebracht werden. Das finde ich interessant, weil vielleicht ergibt sich da ja durch die beiden Spielstände dann auch eine unterschiedliche Spielweise, weil vielleicht man irgendwann schleichen muss und dadurch weniger Sicherheitskameras da sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue dem Spiel dann doch nicht so viel Komplexität zu. Man kann ein bisschen was ändern in der Geschichte, aber ich glaube, ohne, wie gesagt, so weit gespielt zu haben, dass es doch am Ende ein paar Entscheidungen sind, die relevant sind. Und schön wäre es auch wirklich, wenn die durchgezogen werden und eben auch Charaktere sterben können durch eigene Aktionen. Ihr seid wahrscheinlich, wenn ihr es weiter kennt, schon gespannt, was ausgeht, wie es weitergeht. Wer stirbt? Wie, da stirbt jemand? Jetzt ist es interessant. Und es ist auch so, dass in den nächsten Folgen dieses klischeehafte Charakterisieren von ja, fast den Dialoggebern, einfach nur den Stand-ins, die stehen für Bitch oder für Love Interest oder was auch immer, dass sie mal gefühlt ein bisschen besser werden. Und dann kommt, wie gesagt, noch die 4. Episode, von der alle reden. Und die 5. scheint dann ja wohl auch nicht so schlecht zu sein, wenn sie kommt, hoffentlich irgendwann. Also wir können uns echt auf einiges freuen. Und nächste Woche geht es auch weiter. So, das war kurz mal ein Vorfazit für das, was noch kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn wir jetzt Werbung haben. Also ich kann auch noch, wir können auch noch hier warten und dann gucken wir noch ein bisschen das Intro an. Wir können aber auch direkt Werbung machen und dann geht's weiter mit Sea Monster. Das ist meine Rubrik, in der wir Unterwasserspiele spielen. Und die werden wir gleich anzocken. Ich habe zwei große Spiele. Das eine heißt Neo Aquarium Battle of the Crustaceans. Also es ist die Schlacht der Krustentiere. Und es ist ein altes japanisches Rollenspiel, von dem ich keine Ahnung habe. Ich wünschte, Gregor wäre hier, um mir zu helfen. Aber da muss ich alleine bestehen in einem wahrscheinlich nie enden wollenden Random Encounter Staccato der Japano-Extra-Klasse. Vielleicht ist er daheim jetzt und die Ohren gehen hoch. Mein Dienst werden gebraucht. Und dann muss er sich von der Decke schälen. Der Gregor schläft ja an der Decke und muss dann schnell herkommen. Vielleicht nach der Werbung ist er hier. Ich weiß es nicht. Ich höre ihn schon die Treppe hochkommen. Kein Scheiß, da kommt jemand die Treppe hoch. Vielleicht ist Gregor, wir werden es gleich erleben.